Ich bin Elli und ich nehme euch heute mit nach Dänemark. Dort möchte ich nämlich gerne einen Wanderurlaub machen, von Shelter zu Shelter, denn in Dänemark darf man in diesen Sheltern für eine Nacht nächtigen. Deswegen bin ich heute nicht mit Zelt unterwegs, sondern mit einem Biwaksack. Eine Neuigkeit gibt's allerdings. Die ersten 4 Tage bin ich nicht alleine unterwegs, denn mein Partner begleitet mich diesmal und wir werden diese 4 Tage auf der Insel Fyn verbringen. Danach werde ich dann alleine den Gendarmstien bis nach Flensburg laufen. Kommt gerne mit! Jetzt ein relativ langes Stück an der Straße. Die zieht sich ganz schön. Bald geht's wieder in den Wald. Wir waren jetzt gerade noch in einem Laden, haben noch was eingekauft für heute Abend. Und hier haben die tatsächlich sogar Franz Hotdogs. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Mmh. In der Kirche waren wir gerade noch. Und jetzt geht's noch ein bisschen bergauf. Also ich muss schon sagen, das ist ein sehr schöner Fleck hier. Richtig tolle Wanderwege. Ich blende euch mal kurz ein, wie der Ort hier heißt oder wie die Gegend hier heißt. Das konnte ich mir nicht so gut merken. Die Natur hier ist echt richtig, richtig schön. Berg machen wir erstmal eine Pause. Das war gut anstrengend mit den Höhenmetern, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Übrigens könnt ihr wie immer meine Touren auch nachlaufen, denn unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Komoot-Link. Dort findet ihr dann die einzelnen Etappen. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum ersten Shelter. Der soll hier mitten im Wald sein. Es sind aber auch ein paar Zeltplätze drumherum, wo man auch Lagerfeuer machen darf und wo auch wohl eine Wasserstelle ist. Müssen wir jetzt mal gucken, ob das alles auf einem Platz ist oder ob wir noch ein bisschen weiter müssen. Aber der Wald hier überzeugt auf jeden Fall. Wir haben uns jetzt ein bisschen verlaufen. Komoot wollte uns gerne durch den Wald schicken, aber wir kommen an diesem Elektrozaun immer wieder nicht vorbei. Hier sind keine Tore, wo man durchgehen kann. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir krabbeln unten durch. Ja, und hier ist der erste Zeltplatz mit Feuerstelle und Grill, sehe ich sogar. Wir haben uns jetzt entschieden, nicht weiter zu dem Shelter zu laufen. Es wären noch mal 2 Kilometer, ist jetzt nicht die Welt, aber wahrscheinlich darf man da kein Lagerfeuer machen.
Und uns ist wichtig, dass wir heute ein Lagerfeuer machen können. Deswegen werden wir uns jetzt einen Platz suchen, wo die Bäume gut beieinander sind, sodass wir unser Tarp aufbauen können. Und dann werden wir uns da einfach drunter legen, weil der Boden hier ist ideal, das Wasser ist direkt da. Und ich sag mal so, es ist wirklich schön hier. Arbeitsaufteilung. Der Mann holt jetzt Holz. Der sucht sich jetzt hier so ein bisschen Totholz zusammen, was er zerhacken und zersägen wird. Und ich baue mit euch jetzt das Tarp auf. Wir haben einen 3x3 Meter Tarp mit. Das da wird unser Platz. Von dem Baum bis zu dem Baum da, zu dem großen, das zu spannen. Das Tarp steht. Ich befreie jetzt noch die Liegefläche von Ästen und spitzen Gegenständen. Und dann baue ich unser Lager darin auf. Ich bin heute übrigens ultraleicht unterwegs mit Versorgung, also Wasser, Proviant und Brennstoff, bin ich bei knapp 12 Kilo. Neu mit dabei habe ich einen Wasserfilter von Grail. Den werden wir auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Hier ist meine Isomatte, die altbekannte. Und neu mit dabei ist ein Biwaksack. Ich habe jetzt nicht Unmengen an Geld ausgegeben, sondern möchte erstmal ein Produkt ausprobieren, ob mir das überhaupt gefällt. Denn das ist meine erste Nacht im Freien. Und natürlich auch mein Schlafsack, der ist unkomprimiert jetzt in meinem Rucksack, denn so fülle ich alle Lücken schön aus. So, von daher lege ich mir jetzt meinen Biwaksack als erstes hin. Der hilft mir, dass meine Isomatte vor spitzen Gegenständen geschützt wird. Zudem hält er auch noch ein bisschen warm und sollte es nass werden, bin ich darin besser geschützt. Und da kommt jetzt meine Isomatte und der Schlafsack rein. Diesmal habe ich kein Kissen mit. Dafür werde ich den Packsack von dem Biwaksack nutzen und stopfe da einfach meine Regenjacke rein. Und fertig. So, dann können wir jetzt anfangen, Essen zu machen. Und zwar Bulgur-Gemüsetopf. Das habe ich mir zu Hause zusammengemischt. Habe mir auch aufgeschrieben, wie viel Milliliter ich dafür brauche. Und dafür muss ich jetzt nur das Wasser aufkochen, das reinschütten und dann quellen lassen. Und jetzt wird gegessen. Es wird langsam dunkel. Die Vögel singen aber noch. Wir werden gleich eine Runde Uno spielen. Und hier am Feuer gemütlich sitzen. Wir haben Besuch bekommen. Ne, Mitzi? Die kam einfach und hat mit uns gekuschelt. Bestimmt kommt die nachher auch noch in unser Tab. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da oder schreibt mir was in die Kommentare. Und es würde mich riesig freuen, euch auch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine gute Reise.